Nochmal eine Ult rein. Und das sollte es gewesen sein. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant, der Viessa-Build, der Ultimate Viessa-Build ist fertig, könnt ihr auch auf der normalen spielen. Und ich weiß, dass ihr den sehen wollt, eigentlich müsste ich hier noch ein oder zweimal auf 40 bringen, das werdet ihr gleich in Modulen sehen. Da geht auf jeden Fall noch viel mehr Schaden hoch und ja, ich würde sagen, da wo es am meisten Sinn macht, den Build zu zeigen, ist natürlich bei Bossen und Farming. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Boss an. Da gibt es nur den Pyroman, der Kälteanfälligkeit hat. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da straight rein. Das wollt ihr natürlich sehen, wie der Kältebild auf dem Feuerboss wirkt, beziehungsweise wie das hier so funktioniert. Da muss ich direkt dazu sagen, das ist hier jetzt kein 5 Sekunden Lepic Build. Das hier ist ein Around Build. Ihr könnt noch viel mehr Schaden rausholen, das werde ich euch gleich bei den Modulen zeigen. Aber hier geht es wirklich um ein bisschen Arounder Stärke. Ihr könnt den Boss hier easy peasy wegmachen, das seht ihr jetzt gleich auch. Ihr habt vernünftig Leben, Death ist okay, sage ich mal. Und Schaden ist halt mega stark. Wenn ihr hier ein oder zweimal drauf geht, ist das sogar gut, weil dann eure MP wieder voll ist. Werdet ihr gleich alles sehen. Aber im Prinzip, was sie macht, ist eigentlich nur mit der ersten Attacke ein bisschen drauf gehen, um die Stacks von dem Garten zu kriegen. Und dann haut ihr die Ult drauf. Und dann natürlich immer schauen, dass der Boss auch wirklich in der Ult drin steht. Der ist jetzt schon einmal down. Wir können mal oben auf die Ult-Leiste auch schauen. So, also ihr seht, ne, jetzt kommt er in seine Ult. Ihr schafft es gar nicht vom Schaden her, ihn zu killen, bevor er in seine Ult geht. Deswegen, ja, aber ihr seht, ne, das hat fast 10 Sekunden gedauert. Es war eine Ult, dann ist er schon in seiner Ult drin. Also eine Ult von mir. Dann ist er in seiner Ult drin. Also wirklich easy. Was ich dann immer mache, wenn er in seiner Ult ist, ich gehe gar nicht auf ihn drauf, sondern ich besiege dann diese Eisvögel mit dem Garten. Greife einfach so ein bisschen an, versuche ein bisschen Leben zu holen, ein bisschen Mana zu holen. Wenn ihr ganz wenig Mana oder ganz wenig Leben habt, dann könnt ihr auch einfach euch kurz umbringen. Das macht im Prinzip gar nichts. Und wartet einfach, bis er wieder aus der Ult raus ist. Wenn ihr auf PC seid und eine, weiß ich, nachleuchtendes Schwert oder so habt, dann könnt ihr natürlich auch versuchen, den Boss aus der Ult da rauszuholen. Aber das, weiß ich, auf der PlayStation ist das irgendwie nicht so chillig. Ja. So, und jetzt geht schon die Endphase. Ihr seht die Ticks oben. Ich weiß nicht, ob man sieht. Auf jeden Fall tickt das gut rein. Jetzt geht er nochmal in seine Ult, genau. Jetzt könnte man, ich habe ganz wenig Leben, könnte ich einmal drauf gehen, aber ich kann mir auch hier einmal Leben holen, das passt schon. Haben noch viel Mana. Gleich noch eine Ult, dann ist er down. Und ja, ihr seht, ne, es ist gar kein Gunplay, es ist eigentlich nur ausweichen und warten, dass seine Ult-Attacke wieder vorbei ist. Es hat echt wenig mit Gunplay hier zu tun. Ja. Wenn ihr noch mehr auf Schaden geht, das werde ich gleich in Modulen zeigen, dann könnt ihr den vielleicht sogar vor der zweiten Ult schon killen, denke ich. Wenn man noch ein bisschen mehr auf Crit geht und ein bisschen besser aufpasst als ich hier, dann sollte das eigentlich möglich sein. Ich glaube, ihr seht nochmal treffen lassen, weil dann bin ich down. Naja, das war gut. Nochmal eine Ult rein. Und das sollte es gewesen sein. Sehr schön. Ja, ihr seht, ne, also Boss ist wirklich kein Problem. Ich habe echt nicht gut gespielt. Und selbst wenn ihr hier einmal sterbt, dann ist eure Mana wieder voll, Leben wieder voll. Das ist wirklich gar kein Problem. Und ja, so macht ihr den Boss. Ich würde jetzt schon mal auf Module eingehen und euch dann später noch ein bisschen Farming zeigen. Bei den Modulen gibt es nämlich ein paar Dinge, die wichtig sind. Reaktorkomponenten, alles gehen wir gleich drauf ein. Erstmal Module, die sind nämlich wichtig. Ihr seht hier, ich habe Fertigkeit Konzentration drin, nicht mal auf Max-Level. Wenn ich Bosse, wenn ihr den auf Max bringt, dann würde ich auf jeden Fall Fertigkeitskonzentration noch mit reinnehmen und Fertigkeitserkenntnis. Das gibt euch einmal Crit-Rate und nochmal Crit-Schaden. Und mit der Fertigkeit Erkenntnis kommt ihr auf über 40% Crit-Rate. Das heißt, jeder zweite Angriff ist quasi ein Crit und eure Crit-Schaden geht hier nochmal auf 3,3, 3,4 oder sowas. Also da könnt ihr wirklich noch richtig viel Schaden rausholen. Aber wie ich eingangs gesagt habe, ich bin eher so ein Variety, so ein Arounder-Typ. Deswegen habe ich hier meistens genügsame Denkweise drin. Und wenn die jetzt nochmal auf Level 40 kommt, dann würde ich die nochmal prestigen und dann hier nochmal die Crit-Rate reinnehmen. Aber das ist so der Build,
den ich zum Farming habe. Und für Bosse, wie gesagt, nehme ich da nochmal Crit mit rein. Und da ist ganz wichtig, dass ihr Kaltblütigkeit drin habt. Das ist die Attacke, wenn ihr die zweite Attacke zündet. Dann reduziert das einmal die Abklingzeit, seht ihr hier, auf 6 Sekunden, erhöht den Schaden und müsst ihr auf jeden Fall zünden, bevor ihr einen Angriff zündet, um nochmal mehr Schaden zu machen. Dann ganz wichtig, flinke Finger natürlich, MP-Umwandlung für die Abklingzeit. Finde ich eigentlich ganz schade. Ich könnte mir sogar vorstellen, den rauszunehmen, damit ihr mehr MP habt, weil diese minus 15% sind schon hart. Aber die Abklingzeit sind halt zwingend notwendig, um durchgehend die Ult spammen zu können. Das zeige ich euch gleich in Farming. Dann natürlich Kältefokus für die Kältefertigkeitsstärke. Hier habe ich Reichweite drin. Das bräuchtet ihr für Boss jetzt auch nicht unbedingt. Könntet ihr auch wegrationalisieren und dann nochmal mehr Stärke nehmen. Oder vielleicht ein bisschen mehr LP. Aber das ist jetzt auch für Bosse zumindest mal nicht so wichtig. Tech-Fokus für noch mehr Stärke. Konditionskampf, um ein bisschen Life zu bekommen und nochmal Dauer. Frontlinien für Crit und Notfallmaßnahmen für Crit. Die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich der geheime Garten, der wird heute, wenn ihr das Video seht, gebufft. Wahrscheinlich ist der Buff vielleicht sogar schon draußen, auf jeden Fall ist das Update schon draußen. Ich werde auch, sobald die Serverwartung vorbei ist, ins Spiel reingucken. Ultimate Valby und Luna kommen ja heute und neuer Boss und neue Waffe und so weiter. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, einfach mal Twitch abchecken. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ihr seht hier, geheimer Garten habe ich schon auf Stufe 3. Und das Geile bei geheimer Garten ist, dass wenn ihr eine Tech-Fertigkeit zündet, dann bekommt ihr zu, ja, bei mir 45%, auf Max-Level dann wahrscheinlich 55%, einen Stapel. Und dieser Stapel macht mehr Fertigkeitsstärke. Das heißt, ihr habt gesehen, ich habe mit der ersten Attacke ein paar Mal drauf geschossen, weil das als eine Tech-Attacke ist und relativ wenig MP-Kosten hat und ich die relativ schnell zünden kann. Und versucht dann 3 Stapel zu bekommen und dann geht die Ult rein und macht den krassen Schaden. Auf dem Geheimgarten, da könnt ihr draufnehmen, was ihr wollt. Oh, jetzt komme ich raus. Könnt ihr draufpacken, was ihr wollt. Ihr könnt da Schaden drauf machen. Geheimer Garten wird ja auch heute gebufft, so dass ihr den durchdrücken könnt. Da könnt ihr also auf jeden Fall eine starke Waffe noch im Petto haben. Die wird sehr krass gebufft. Gerade wenn ihr euch anschaut, die Crit-Rate, die liegt bei 40%. Das ist extrem krass. Und wenn wir uns die gesamten Zahlen angucken, 39% Crit-Rate, 2,2 Crit-Schaden, das ist schon crazy, wenn ihr dann noch einen Energieaktivator draufpackt, die ein paar Mal levelt, mit Feuerradsteigern, Drall, Schnellfroster vor allen Dingen und Konzentration für Crit-Schaden und Crit-Rate. Da kann richtig viel Schaden bei rumkommen, deswegen unterschätzt auf jeden Fall nicht den Geheimgarten, auch als normale Schusswaffe. Und dann bei den Komponenten, ganz, ganz wichtig, ihr braucht einen Frostreaktor für den Geheimgarten. Ist relativ einfach, weil Geheimer Garten ist eine Spezialmunitionswaffe, da gibt es nicht so viele von. Und dann natürlich Kälte und Tech, plus in meinem Fall Kosten und Abklingzeit. Abklingzeit ist super wichtig, das braucht ihr auf jeden Fall. Und dann entweder Kosten oder Dauer oder nochmal Stärke oder Crit-Rate, da könnt ihr vieles nehmen. Die Fertigkeitskritrate liegt ja hier gerade bei 28. Wenn ihr das Modul mit reinnehmt, seid ihr bei 40. Wenn ihr nochmal 10% im Reaktor habt, seid ihr hier über 50% Kritrate. Das kann sich auf jeden Fall lohnen. Und bei den Komponenten, die Polarnacht-Komponenten, die bekommt ihr von der Leichenbraut auf schwer. Und die sorgt dafür, dass ihr mit Frostbeulen, das ist der Effekt, wenn ein Gegner vereist, habt ihr gerade eben gesehen, der Gegner, wenn er so eisig wird, gilt als Frostbeutelstapel und da macht ihr nochmal mehr Schaden, braucht ihr auf jeden Fall auch alle 4 und dann immer Life und Verteidigung. Also hier Doppel-Life ist super, hier Life und MP, das ist super, weil auf dem Sensor könnt ihr kein Life oder Verteidigung drauf haben in den unteren Stats, deswegen würde ich hier auf jeden Fall Max MP nehmen. Hier könnt ihr nur Schild haben plus Verteidigung, das würde ich auf jeden Fall raten und hier auf jeden Fall Max Life und ja, Max-Schild ist hier nicht gut, da sollte ich auf jeden Fall was anderes nehmen, aber ich habe hier leider nichts anderes bekommen bisher. Und ja, so sieht der Bild aus. Jetzt zeige ich euch gerade noch ein bisschen Farming. Da bietet sich natürlich am besten der Poly-Splitter-Turm an. Da kommen viele Gegner auf einer großen Fläche, die dann sofort weggemäht werden. Es ist kein Bunny, es ist kein Valby, es ist so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen, weil ihr selber zünden müsst, aber trotzdem irgendwie eine Lache dahin legt. Aber ja, am besten schaut euch das einmal selber an. Hier ist schon einer, glaube ich, dabei. Das ist gut, weil dann kann ich hier einfach stehen und meine Fertigkeit zünden.
So, ihr zündet einfach die Fertigkeit hier. Da könnt ihr natürlich auch noch anpassen und die Reichweite nochmal erhöhen und dann ein bisschen Schaden rausnehmen. Aber ja, also das geht natürlich auch in der Festung bei dem Bunny Spot. Ihr seht schon, ich kann die Ult die ganze Zeit hintereinander wegzünden. Die Dauer ist genauso lang wie die Abklingzeit. Das ist fürs Farmen natürlich mega, mega gut. Ihr seht 6 Sekunden Abklingzeit und 6,5 Sekunden Dauer. Das kann man natürlich noch erhöhen, verkleinern, aber jetzt in dem Bild hier passt das eigentlich perfekt für mich. Wenn ihr da vorne nochmal zündet, dann kann ich das nochmal komplett zeigen. Aber im Prinzip reicht es, wenn ihr hier einmal die... Gut, er ist weg. Wenn ihr hier einmal die Frostnova zündet. Und da gibt es verschiedene Orte. Da kommt in den nächsten Tagen auch nochmal ein Video, wo die besten Orte sind für jeden Splitter. Das hier ist zum Beispiel der Poly-Splitterort. Und ja, wenn ich jetzt hier die Ult zünde, dann stirbt halt einfach alles weg. Und ihr könnt das immer wieder hintereinander wegzünden. Und ja, das ist der Bild. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ist natürlich nur so, wie ich ihn spiele, sehr auf Arounder. Aber wie gesagt, da könnt ihr natürlich noch viel Schaden bei rausholen. Was ich einfach cool finde, ist, dass ihr wie ein Eismagier eigentlich durch die Gegend zieht und gar nicht so richtig mit eurer Waffe angreift, sondern wirklich nur mit euren Fertigkeiten. Ich habe jetzt hier auch keinen MP-Sammler drin, weil so irgendwie ein Sondereinsatz oder beziehungsweise irgendwelche Mission würde ich vielleicht gar nicht so damit machen, aber so Bossing, Pyromane und Farming ist der Bild schon sehr, sehr cool. Ja, das war schon der Turm. Und ihr seht, das geht echt richtig, richtig schnell. Und so könnt ihr dann mal eben Weird Flex 1700 Polymer leeren Splitter holen und hier easy peasy leveln. Ja, das ist der Bild. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Demnächst wird es natürlich was zu Ultimate Valby und Luna geben und zu den ganzen Neuigkeiten, die heute ins Spiel gekommen sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.